Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren PTU 3.13 Tutorial. Wir sind gerade auf Grimhex. Ne, wer hätte das gedacht? Schön rot, das kann nur Grimhex sein. Da vorne, der da steht an dem Wagen, das ist der kleine Puck. Grüß dich. Ja, unglaublich, ne? Unglaublich. Und da hinten flitzt gerade Pharao mit wahnsinniger Geschwindigkeit auf uns zu. Den treffen wir hier gleich. So, er hier ist nicht gut drauf. Den haben wir gerade schon versucht, was zu fragen, aber der hat nicht geantwortet. Und wer hätte das gedacht? Wir wollen uns heute mal um die Trolleys kümmern. Sag mal, Puck, kannst du dich auch hier reinstellen eigentlich? Geht das? Oder ich? Ja, normalerweise müsste man mit Anlauf reinkommen. Oh ja, und jetzt kann ich dich bestimmt so wegdrücken, oder? Probier mal. Mach mal das Emote Sit. Vielleicht setzt er sich ja auch dann. So, kann man sich auch von... Oh, was ist jetzt? Ah, jetzt hat er sich hingelegt. So, kann natürlich so extrem weit weg scrollen und dann kann man hier die Dinger hier schieben. So, und jetzt sind wir beide drin. Ja, das ist aktuell noch so ein bisschen das Problem am PTU oder an diesen Wagen, dass ihr praktisch während ihr fahrt so ein bisschen durch... dass ihr halt da durchglitscht. Ne, deswegen am Anfang erstmal auf jeden Fall Mausrad ganz zurück und ganz gemacht. So, und jetzt, wenn ihr mit der Maus nach links geht, dann lenkt ihr das Ding auch nach links. Ne, aber ihr seht schon, wenn ihr mit der Maus zurück seid, dann könnt ihr da auch ein bisschen mit schieben, das Ding. Ja, wird jetzt hier links unsere Terrapin einlagern. Aber das ist nicht schlimm. Ja, und kann ich auch wenden. Also von der ganzen Fahrphysik ist das ziemlich cool. Wenn ich das wieder loslassen will, das Ding, gehe ich wieder auf F, gehe dann auf Release und dann lässt er wieder los. So, das Ganze kann ich natürlich auch auf der Seite machen. Ne, logischerweise. Das Ding kann man ziehen und drücken. Ja, ziehen kann ich natürlich auch. So, aber wie gesagt, Maus sollte zurück sein und dann funktioniert das schon ganz gut. Wir werden jetzt mal versuchen, heute ein paar Delivery-Missionen zu machen. Es gibt ja zwei neue Delivery-Missionen mit zwei neuen, ja, Paketen, kann man sagen. Das eine ist ein quantumsensitives Paket. Das ist, wenn ihr das habt im Schiff, dürft ihr nicht in den Quantum Drive gehen. Wenn ihr das tut, explodiert das Ding. Wenn ihr viele davon an Bord habt, dann geht das ganze Schiff kaputt. Kann zumindest passieren. Die zweite Fracht ist time-sensitive, also zeitsensitiv. Das heißt, ihr müsst diese Fracht in einer bestimmten Zeit von A nach B transportieren. Das ist halt einfach eine Fracht, die ja beispielsweise gekühlt werden muss, ne, die eine gewisse Temperatur hat. Und wenn ihr die natürlich durch die Gegend transportiert, dann wird die halt nicht gekühlt. Ne, und deswegen müssen wir uns da halt ein bisschen beeilen. Und das werden wir heute mal machen. Und wir werden so einen Wagen mitnehmen. Ich glaube, Puck, du hast auch noch einen, ne? Ich höre doch einen. Da hinten ist einer. Ja, genau. Das sieht super aus. Ne, und wer später in einem Hospital arbeitet, der wird dann solche Dinge als Betten durch die Gegend schieben. Vielleicht. So, aber wie gesagt, dass er da loslässt, das ist leider immer noch so ein bisschen das Problem. Egal. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal uns ein Schiff holen, wo wir vielleicht so ein Wägelchen reinkriegen und dann werden wir den mal mitnehmen. Aber es wird nicht so wirklich richtig gut funktionieren. Ne, wie man sieht hier. Das sind halt so kleine Räderchen und hier sind halt auch viele Kanten und man hat schon fast Schwierigkeiten, die hier über diesen Huppel hier zu kriegen. Ja, hier auf jeden Fall auf Grimhex in den Hangern, da gibt es solche Wagen. Dann gibt es auf den Cargo Decks, wenn ihr Glück habt und die noch keiner weggenommen hat, da gibt es auch solche Wagen. Und Puck, wo gibt es noch Wagen, weißt du das? Oder Pharao? In den Cargo Stationen, weiß ich. Genau da, ne? Ja, gut. Ansonsten kannst du ja noch nichts ziehen, ne? Wir hatten ja irgendwann mal gesehen in so einer Vorschau, dass du so eine Leiter auch ziehen kannst. Aber hab ich noch nichts. Ich habe jetzt bloß jetzt die Wägen hier im Blick. Ja, ne? Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal ein Schiff, wo wir so einen Wagen mitnehmen können. Hier, da werden wir es nicht reinkriegen, denke ich mal. Das muss wirklich richtig flach auf dem Boden sein, das Ding. Im Moment noch. Aber ich hoffe, dass die das noch irgendwie regeln. Ne, dass das auf jeden Fall, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Ne, viele sind da sich auch schon am Mokieren drüber, dass die Räder halt einfach gar nicht ins Jahr 2951 passen, sondern dass es doch eigentlich irgendwelche Hover-Dinger sein soll. Aber ich glaube, Räder, das ist eine Erfindung, das kommt aus der Steinzeit. das bewährt sich auch 2951 noch. Ich meine, die ganzen Schiffe, die landen ja auch auf Rädern, ne, und nicht auf Hover-Schienen. Zumindest die Nomad. Die tut das schon. Gut. Sonst gibt es hier, glaube ich, auf Grimhex nichts Neues, ne?
Nee. Die Fahrstühle backen rum. Ah ja, das ist super. Aber das ist nicht neu. Das ist einfach ein altes Problem. So, versuchen wir mal auch den mit der, auch mit der, zu claimen. Auch mit der Racing-Strecke und so, das ist alles nicht... Ne, noch nicht drin, ne? Nein, nein, hat sich noch nichts verändert. Ja, es steht auf dem Progress-Tracker für dieses Jahr. Mal gucken, aber ich glaube, es ist relativ zum Ende des Jahres, steht das drin, ne? Mit der Racing-Strecke, schauen wir mal. So, was für ein Schiff wollen wir denn mal versuchen? Die Valkyrie vielleicht? Könnte das gehen? Also, man hat es drauf gekommen, dass vier Räder droben waren. Also, ob man es komplett hochschieben können, vielleicht zu zweit, dass einer drücken kann noch. Bei der Valkyrie, meinst du? Hm. Boah, ja, wir versuchen es einfach mal, oder? Versuchen wir es mal. Also, versuchen wir mal reinzukriegen, den Trolley. So, ist natürlich bei der zeitsensitiven Fracht, also die man wirklich schnell von A nach B transportieren muss, Hangar 9 übrigens, da ist das natürlich mit so einem Trolley, der so rumbackt, ein bisschen stressig. Das versuchen wir dann einfach mal mit der Quantum-sensitiven, weil mit dem Wägelchen in Quantum Drive, das so schnell können wir den nicht schieben, ne? Was habe ich gesagt? Hangar 9, okay. Genau, Hangar 9. Jo. Übrigens, Sitko, siehst du das auch an deinem Schiff, wo das platziert ist? Nochmal zur Info. Das platziert. Was platziert? Ja, du siehst doch Hangar unter deinem Schiffnamen oder unter deinem Schiff siehst doch. Ja, ja, genau. Steht. Genau, deswegen wusste ich das auch gerade wieder. So, okay. Da steht wieder so ein Wagen. Dann machen wir das Ding mal auf. Mal gucken, was reinkriegen. Ja, also das ist wirklich momentan so, dass das Ding komplett runterfahren muss. Ah, ich glaube, das ist schon schwierig hier. Da wird das wahrscheinlich schon nicht rübergehen. Vermute ich mal. Könnt ihr denn so einen Wagen aus dem Hangar fahren? Ja, da die Kante, das ist wahrscheinlich schon. Du musst schon das hier. Fahrwerk einfahren. Dann geht's. Dann geht's. Also dann bin ich drauf. Ach nee, das ist jetzt die. Nee, da geht's nicht. Die Valkyrie. Nee, da ist jetzt nicht so hohe Kante. Sagt mal, Leute, kriegt er den denn aus dem Haus? Kriegt er den vielleicht aus dem Hangar raus ins EVA? Boah, ich glaube, da reicht keine Stunde Aufnahme, glaube ich. Das ist eine ganze Folge, glaube ich, den hier rauszubuxieren. Da müsstest du ja vorne dich ransetzen und die Rampe schieben. So, Puck, mit Schwung jetzt. Los. Da ist die Rampe zu hoch. Mal umdrehen. So. Nee, ist doch super. Hey. So, jetzt hänge ich. Jetzt muss jemand schieben. Warte, ich nehme an hier. Lass mal los. Was war's? Wenn ich jetzt loslasse, dann rollt er runter, ne? Boah, was jetzt? Oha. Das hast du. Achso, ich hab die Klappe zugemacht. Oh, Mann. Hat sich ja komplett weggefetzt hier. So, jetzt liegt er auf dem Kopf. Ja, das war auch mal 9. Kann man den wieder umkippen, oder? Wenn es mit einem anderen dran rammelst, dann bewegt sich das Teil. Aber mich hat es ja gewundert, dass du auf die Rampe gegangen bist. Ja, ne? Total gut. So, guck mal, ob hier noch einer ist. Hier ist keiner. So, ja, leider kann man die Wagen noch nicht übernehmen. Das heißt also, dass man das zu zweit ziehen und drücken kann. Das geht leider immer nur bei einem. Aber... So, ich hab hier einen. Hast du einen? Ah, super. Ja. Ich muss nur schauen, ob ich über die Kante komme. Ja, und später werden wir hier halt in den Hangern halt richtig fuhrwerken müssen, ne? Da werden wir uns hier die Fracht selber einladen. Das geht doch super. Ja, das wundert mich auch. So, ich habe so, jetzt... Nehme ich mit. Ja, spring. Soll ich anhalten? Nicht so einfach, auf einen fahrenden Wagen zu springen. So. Genau. Und los geht's! Juhu! Jetzt musst du hoch auf dem gelben Wagen sehen. Ja, genau. Ich muss jetzt die Captain Morgan Pose machen. Die gibt's doch, oder? Gibt's die nicht? Ja, da denkst was du ist ja. Das eine? Diese hier mit einer flachen Hand an die Stirn und die andere so hoch, so. So seitlich, oh. Weißt du, so. Aha, okay. Wüsste ich jetzt so ad hoc nicht, aber wenn du das sagst, alles gut. So, Vollgas. Ja, so, soll ich mal lieber aussteigen, oder? Probieren wir es mal mit Ladung, vielleicht geht's Ladung besser. Na gut, okay. Das ist bloß mal richtig, weil der andere steht im Weg. Du kannst den ja mal, bounce den mal an, den anderen, kurz. Vielleicht, mach das ja was.
trotzdem Schaden mit Schwung. Kannst du mit Steuerung richtig rennen? Rennen nicht, aber ich kann jetzt das Mausrad während des Beschleunigens, kann ich ja nicht schneller drehen, da wird es auch schneller, merkst du es, siehst du? Mhm. Aber mit Steuerung rennen kannst du nicht, ne, mit dem Wagen. Warte mal, ich probiere mal. Nee, da hat er losgelassen. Da hat er dann losgelassen. Mhm. Probier nochmal vorwärts. Nee, ne? Nee, gut, dann versuch nochmal so raufzukommen. Du hast es fast eigentlich. Ja, aber jetzt komme ich nicht weiter. Jetzt ist die Kraft. Musst du doch jetzt weiter ziehen oder drücken oder frag mich. Hm. So, warte mal, ich fahre mal kurz die Rampe hoch, weil der hier so drauf liegt. Ich will mal gucken, ob der. Das könnte hier sein. Mal, dann schiebe ich ihn noch ein wenig mehr auf, dass er reinrutscht. Ja, okay. Ja, Freunde, das muss natürlich alles noch viel einfacher gehen, ne? Das ist natürlich noch ein Mumpitz hier. So, warte mal, bevor du jetzt wieder. Ich fahr mal hoch. Ja. Ah, Mist. Nee. Die geht aber auch schnell hoch, die Luke, ne? Oh, fast. Jetzt steht er zumindest wieder. Okay. Wenn du jetzt hochfährst, wenn ich mich so halt, bringt uns was? Ah, nee, ich glaube, dann macht er diesen Bouncer, den wir eben schon gemacht haben. Denke ich auch. Mit Schieben kannst du jetzt nicht irgendwie, dass du auch mit an den Griff langen kannst, oder? Glaub ich auch nicht. Leider nicht. Nee, das geht nicht. Wenn du dran bist, kann ich nicht anfassen. Leider. Und sobald ich den Druck jetzt die Vorwärtsbewegung weglasse, schiebt mich der Wagen zurück. Genau. Nee, kommst du nicht hoch, ne? Kommst du nicht hoch. Dann geht das wahrscheinlich also wirklich nur mit dem Fahrstuhl, ne? Ne, mit der Conny geht's. Ja, komm, dann holen wir uns nochmal schnell eine Conny und dann machen wir aber die Liefermission. Machen wir die einfach mit der Conny. Oder? Jo. Würde ich sagen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Dann holen wir mal die Conny. Und dann sehen wir uns an der Stelle gleich wieder. Bis gleich. Aber geil mit den Wagen. So, C wie Consolidated. Da ist er. Nomad. Hä? Ich glaube, der hat hier gerade den Medipen geklaut. Ja, das kann man machen. Das kann man machen. Du kannst dem anderen den Medipen klauen? Ja, das ist neu. Was für ein Spack, ey. Ich glaube, genau. Mit Waffen wollten wir es mal probieren, da haben wir es noch halb gemacht. Schnell weg. So, los geht's. Hager 4, Leute. Hager 4. Ja, wir haben jetzt mal die Nomad uns gespawnt und da gucken wir jetzt mal, wie das funktioniert. Willst du den wieder haben? So, ich habe glaube ich auch einen, deswegen kann ich den wahrscheinlich nicht. Ich kann aber Stone. Und das Coole ist, wenn du jetzt lange C drückst, dann siehst du hier den Medipen, ne? Und kannst den halt ja auch direkt ausrüsten, aber du kommst noch sehr schlecht hin. Deswegen, ja. Egal. So, wieder Stone. So. Zack. Oh, jetzt habe ich einen gedroppt, glaube ich, oder? Habe ich einen Stone? Nee, ich habe gedroppt. Nein. Weg ist er. Nein, egal. Gut. Dann versuchen wir mal. Vielleicht kriegen wir es drauf. Ja, ich glaube nicht. Ja, der ist auch wieder sehr steil. Ne? Ich dachte eigentlich, die fährt aber ein bisschen weiter runter. Ich geh mal rein. Mal gucken. Vielleicht kann ich ja irgendwas machen hier. So, da hinten ist einer. So geil, diese Wagen. Total gut. In der Außenansicht kannst du schön lenken und steuern. Ja, der Typ ist natürlich mitgekommen. Ne? Ist natürlich wieder so eine Nervbacke. Woher wusste denn, dass das Hangar 4 ist? Der ist wahrscheinlich mit in den Fahrstuhl gekommen, denke ich mal. Er ist zu dir in den Fahrstuhl gekommen. Aber ich glaube, das ist zu steil, das Ding. Das ist zu steil, ja. Kann man das ablassen, das Schiff, wenn man irgendwie. Warte mal ab. Nee, sowas wollen wir nicht. Ich will jetzt hier nicht komisch mit dem Schiff runter. Ah ja, okay. Das soll erstmal so funktionieren. Wenn es jetzt nicht funktioniert, gehen wir auf die Conny. Genau. So machen wir das. Ne? Dann nehmt ihr euch die Conny, ich fliege hiermit dann weiter. Genau, wir wollen ja auch damit dann weiter operieren. Weißt du, wenn der die ganze Zeit da mit dem Schiff dann immer rumwackeln muss, dann. Nein, alles gut. Probier mal. Aber probier mal. Vielleicht kriegen wir es ja rauf. Nee, haut direkt. Hast du was gemacht, Frau? Ich habe das angemacht, das Schiff. Wieso? Achso, nee, weil die Klappe wieder hochgefahren ist. Machen nochmal die Klappe runter. Ich mach's runter? Ich dachte, die ist jetzt hochgegangen, weil du rangefahren bist. Ja, eben, zur Ausstrahlung.
Ne, da fährt er halt direkt an die Kante, ne? Da kriegt er halt gar nicht hin. Leider. Ich kann nochmal mit Schwung. Ja, mach mal. Geh nochmal zurück, Puck. Ich versuche nochmal mit Ziehen, ob das vielleicht geht. Kannst du auch nicht. Habe ich bei der, habe ich bei der Avenger schon versucht, geht auch nicht. Ich kann nochmal dagegen rennen, wenn du ziehst. Vielleicht bringt das was, wenn ich sozusagen anschubse. Hast du noch, du bist nicht mehr dran, ne? Weil ich kann den jetzt hier nicht anfassen. Warte mal, dann zieh ich noch ein wenig zurück. Mir hier so ein Dings. Wahrscheinlich, weil ich zu hoch stehe jetzt, ne? Ja, aber das ist halt einfach noch nicht wirklich richtig gut. Ich denke mal, das muss einfach noch besser werden. So, jetzt. So, jetzt geht's. Und ich renne mal einfach dagegen, ob es was bringt. Nee. Bam! Nee, gut, alles klar. Dann holen wir uns eine Conny, würde ich sagen, und sehen uns an der Stelle dann gleich wieder. So, da ist sie, die Andromeda. Dann fahren wir mal den Fahrstuhl runter, den alten Backfahrstuhl, und gucken mal, ob das hier funktioniert. Also ein Fahrzeug könnt ihr da nicht draufstellen, das könnt ihr komplett vergessen. Außer ihr sitzt drinnen, dann funktioniert es einigermaßen. Aber schauen wir mal. Ja, das Ding senkt auf jeden Fall ordentlich ab. Ne, das ist doch schon mal gut. Nehmen wir hier gleich den anderen auch noch mit. So. Aber sonst ist es mit den Wagen schon ganz cool, muss ich sagen. Fällt mir ganz gut. Eieiei, eieiei. Was tust du da? Ich bin schon wieder im Wagen gefangen hier. Hisse. Bist du drin? Aber der liegt da jetzt so drin, ne? Ja. Der rutscht nämlich, sobald du auf die Schräge kommst und dir echte Einkaufswagen, rutscht der dann von der Schräge leicht schräg runter, also versuchen senkrecht drauf zu fahren. Ja, gib mal ein bisschen Gas. Genau, jetzt haben wir schieben. Oh, ja, oh, oh. Ist drin. Haben, ne? Ja. Ja, dann ziehen wir noch ein bisschen hier rüber. So. Oh, sieht doch gut aus. Lassen wir ihn mal stehen. So. Und den anderen, was machen wir damit? Schauen wir mal, was passiert, wenn wir hochfahren. Na gut. Pharao, bist du schon da eigentlich? Nee, ich bin mit der Nomad, oder soll ich rüberkommen? Achso, du bist mit der Nomad unterwegs? Ja gut, dann komm einfach mit der Nomad mit. Genau, wollte ich gerade sagen. Dann fahren wir mal hoch die Butze, wa? Gucken wir mal, was passiert. Ja, der will nicht so richtig, aber der was steht, der steht eigentlich gut. Ja, ne? Stimmt. Super. Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir mal nach einer Mission. Gucken wir mal, was wir für eine haben. Hier bei Crusader. So, also. Es gibt, wie gesagt, zwei Arten von Missionen. Die eine findet ihr unter Delivery. Das ist diese Quantum-Sensitive. Die ist hier unten. Und die andere findet ihr unter Search. Das sind diese hier. Ne, und das sind Missionen, wo ihr dann bei einem Wrack zum Beispiel, also einem abgestürzten Wrack, ne, ist ja logisch, abgestürztes Wrack ist ja wie tote Leiche wahrscheinlich, ne? bei einem Wrack müsst ihr dann die Cargo finden, das sind meistens 3 Stück ungefähr, und das ist dann diese zeitintensive, ne? Die ist da abgestürzt, die ist schon, ist schon grenzwertig da, die müsst ihr schnell da rausholen und dann müsst ihr die irgendwo hinbringen. Ich würde sagen, das machen wir erstmal nicht, wir werden erstmal anfangen mit der Quantum-Sensitiven. So, zack, Kovalex Independent Contractors, dafür kriegen wir 10.000 Alpha UECs und das Ganze müssen wir abholen bei Tremont Miners auf Celine. Das ist doch super. Mal gucken wir mal hier, wo wir das abholen müssen. Hier steht jetzt nichts. Ah, nehmen wir das. Nehmen wir das an. So, ich chaire das. Zack. Es sind 2 Pakete, die wir holen müssen. So, und der Wagen da unten, der will noch nicht so richtig. Ja, ich schau mal. Ob mal, wenn wir rausfliegen, ob ich ihn mit dem Traktorstall irgendwie umlegen kann. Und ich werde mich ja hier mal vom Acker machen. Wir müssen einmal rüberfliegen nach Celine. Ist der jetzt hier noch bei Yela und dann schauen wir mal und gucken uns mal die erste Fracht an. Und dann mal gucken, wo es auch hin muss. Ne, wenn wir jetzt natürlich ewig durchs Verse juckeln müssen, ne, dann lohnt sich 10.000 natürlich auch nicht. Ja gut, zu dritt, machen jetzt natürlich zu dritt, lohnt sich das natürlich auch nicht. Aber alleine kann das schon ein bisschen was bringen. Ne? Außer man juckelt halt ewig rum, dann nicht. So, zack, zack, zack. Hast du schon mal mit der Conny abgedockt, Puck? Ja. Okay,
Sonst hättest du das ja nochmal machen können, weil das echt ziemlich geil ist. Ne? Aber es ist halt nicht nur das Abdocken geil, sondern es ist auch einfach das Gefühl geil. Ne, dass du abdocken kannst, das ist schon, das ist so gut. Ne, das war, ist so ungefähr wie das erste Mal Kaffee machen in Lorwil. Ne, letztendlich bringt dir das gar nichts. Ne, aber es ist irgendwie geil, dass du es kannst. Und das Andocken funktioniert eigentlich auch ganz gut. Man muss natürlich nicht bloß auf die grünen Punkte achten, sondern auf die Meterangaben, was du noch daneben aufmachst. Ja, ja, dieses Quadrat, ne? Das ist halt letztendlich der Knackpunkt. Die grünen Punkte sind eigentlich gar nicht das Problem für mich. Nee, nee, daneben stehen nochmal Zahlen, die 1,2 oder 0,5 und du musst unter 0, sein mit allen grünen Werten. Mhm. Und dann zieht er dich sozusagen nach oben den letzten Meter automatisch rein. Okay. Das haben wir gestern reagiert, vorgestern. Ja, ich denke mal, da wird es noch ein bisschen Update geben. Das muss noch ein bisschen einfacher gehen, das Ganze. Das ist schon noch ein bisschen frickelig, zumindest wenn man es selber macht. Da macht man jetzt momentan wirklich, wirklich nur den Automodus. Das ist sonst, ja, macht das nicht so einen Spaß. Oh, da kommt gerade eine 600i. Geil. Also bis jetzt sind sie alle noch da. Ja, ich werde dann gleich mal in den Quant. Ich höre sie auch übrigens. Ja, zumindest den einen. Den einen, der wackelt da hin und her. Ich habe einen anderen schon ein wenig weggeschoben, dass er aufhört. So, wir müssen jetzt natürlich erstmal hier weg. So, ich würde sagen, ich plane mal direkt die Route von hier. Dann zeigt er uns auch an, wo wir hin müssen. Zack, zack, zack. Da müssen wir hin. Tram and Miners. Können wir auch direkt anspringen. Wunderbar. So, dann gehe ich mal in den ersten Sprung. Du kannst ja mal die Wegelchen beobachten. Ja. Bei mir ist momentan das ganze System ausgefallen. So, geht los. Sprung und ab geht's. Und, sind Sie noch da? Kann ich jetzt sagen, mein Mobilglas ist komplett ausgefallen. Oha. Und dadurch ist meine Anzeige im Monitor auch zu sehen. Na gut, wir werden es ja sehen, wenn wir gleich da sind. Auf jeden Fall cool, zwei neue Liefermissionen, total geil. Ich hoffe auch, dass das Trading mal bald wieder so ein bisschen zurückkommt. Das ist ja auch gerade ein großes Problem, dass sich das überhaupt nichts, ja, dass das überhaupt nichts bringt, weil es aber nicht wirklich was gibt. Und verkaufen kann man es, wenn man da mal was hat, auch nicht wirklich richtig gut. Ist einfach der Grund, dass das Wirtschaftssystem schon halb implementiert ist, sage ich mal. Und dadurch, dass wir uns in einem System befinden, ist die Wirtschaft natürlich ruckzuck übersättigt, ne, mit 50 Spielern auf, ja, ihr wisst, was ich meine. So, wir haben Glück, wir haben Sonne. Aber ich höre auch übrigens gar keine Wagen mehr gerade. Wahrscheinlich sind sie nicht mehr da. Aber das soll es heißen, ne, das ist alles noch ein früher Bild hier, das ist, das kann alles bis zur Live-Version noch gefixt werden. Dafür sind wir ja da, zum Testen, zum Report schreiben, was wir natürlich auch fleißig machen. Habt ihr den Zettel nicht gelesen? Am Fuß den, oder? Naja, an dem Wagen war da so ein Zettel dran, ne? Die, da stand die Memo. Quantum-sensitiv stand da. Oh ja, nee, dann geht, dann nicht ist so schnell, er... Nicht so schnell, nicht so schnell! Was, wer ist schnell? Ich bin schnell, ich bin zu schnell! Oh ja, du bist aufgeschnallt, ich hab's gesehen da unten. So eine kleine Explosion unten auf Celine. Fliegt bitte langsam, Leute, fliegt langsam, gut. Das bringt dir gar nichts. Sitte, ich muss einmal in die Werkstatt, mein Raumanzug funktioniert nicht so, für 20 Minuten ungefähr, schaue ich, dass ich wieder in Ordnung bin. Alles ja. Klar. Du hast ja unseren Beacon, ne? Kommst du einfach ja. Wieder zu uns. Ja. So, aber hast du überlebt, Pfarrer? Nee, leider nicht. Weil du unten noch, weil der Marker unten noch ist. Der ging so ab, die Nomad, ich kriegte die nicht gestoppt, gar nichts, mit rückwärts fliegen und alles, gar nichts. Aber wie geil, dass ich von hier oben deine Explosion gesehen habe, ne? Richtig so ein ganz kleiner Punkt, so bumm. Ja, da weißt du zumindest, wo er hin muss. Ja, voll geil. Ja, hier, Celine auch richtig geil. Ha, gut, das sah alles vorher schon geil aus. Bevor wir das Vergleichsvideo nicht haben, können wir hier gar nichts, können wir gar nichts sagen. Können wir einfach nur sagen, geil. So. Und sei mit der Conny wirklich vorsichtig. Also hier ist irgendwas nicht im Argen hier. Ich fliege auch gar nicht so schnell. Ich fahre ja auch gar nicht so schnell. Okay. Trotzdem, auf einmal ging es dann wirklich und der Gang ging nicht runter. Ja.
Das ist mir ein paar Mal schon im Hangar aufgefallen. Du fliegst in den Hangar rein und gehst dann vom Gas und er fliegt trotzdem weiter, auch wenn du ganz langsam bist. Scheißegal, ja. Reagiert. Dann musst du halt ganz schnell runter irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ja, ich hätte ja noch ein bisschen über den Boden schlittern können, aber naja. Dafür war ich zu schnell. So, kann natürlich auch sein, dass das die Anziehungskraft ist. Wir werden hier auf jeden Fall mal unsere VTOL-Triebwerke aufmachen. Auf dem Mond? Okay. Ist ja, da man weiß es nie, ne? Also wahrscheinlich nicht, aber wenn der sagt, du wurdest ja jetzt gerade angezogen, wie blöd. Ja, ja. Es ging richtig abwärts. Besser so. Aber das müsste eigentlich gehen. Also ich bin jetzt nicht zu schnell. Sagte er und schälte auf. Er schälte auf OZB. Und machte gleich die zweite Explosionsblume neben der ersten. Oh, sehr geil. Auch das Licht da unten. Na, das ist schon. Auch der Outpost sieht sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du es noch sehen konntest. Ja, konnte ich sehen. Ich bin drüber geflogen. So. Bin extra nicht reingeflogen, sonst hätte ich wahrscheinlich noch ein Crimestat gekriegt. So, den Outpost kaputt gemacht. So, lass mal gucken, wo der Eingang ist. Ich glaube, er ist aber auf der anderen Seite. Wir landen einfach mal. Ist natürlich auch wieder so ein Riesenschiff, ne? Dann merkt man immer erst, finde ich, wenn man neben so einem Outpost parkt, ne? Dann merkt man erst mal, wie riesig dieses Ding ist. Conny ist, ne? Ja, ja. Conny ist schon ein ganz schöner Brecher. Jetzt wird hier das Wetter auch noch schlechter. So, ich besitze ja keine Conny. Aber jetzt, wo man die Merlin abdocken kann, eine Überlegung wert. So, irgendwie werde ich hier gerade nach rechts gedrückt. Ich werde mal hier runtergehen. Habe ich überhaupt das Fahrwerk schon ausgefahren? Ich glaube nicht. So, aber hier ist doch super. Perfekt. Sehr, sehr schön. Alles klar, dann fange ich schon mal ein anzuladen, oder? Würde ich sagen. Ja, ja, klar. Lad mal an. So, wir lassen mal alles an. Gucken erstmal natürlich, ob unsere Wägelchen noch da sind. Glaube aber nicht. Wenn ja, werden wir mal versuchen, einen zu benutzen. Die sind bestimmt, wie gesagt, die sind bestimmt auch quantumsensitiv. Ja, wahrscheinlich. Da liegt jetzt so ein kleiner Metallknäuel hinten drin. Genau. Zusammengedrückt. Achso, warte mal, hier waren sie doch. Nee, sind weg. Keine mehr da. Nee, dann kann man die noch nicht mit in Quantum Drive nehmen. Wahrscheinlich haben die noch nicht wirklich einen Snap hier in den Laderaum. Gut, egal. Vielleicht gibt's ja tatsächlich auch am Outpost so ein Ding, so ein Wägelchen. Kann sein, aber wenn wir den nicht mitnehmen können, ne, dann hast du ja nichts davon. Ja, stimmt allerdings, ja. So, das Schiff lassen wir mal auf. Dass er sich jetzt hier hochdrückt, das wird auch dieses Jahr noch weggemacht werden, ne? Denn die Fahrwerke, so wie die Fahrstühle, bekommen ja so einen physischen, natürlichen Kontakt, sodass sie wissen, aha, da ist ein Stein, da ist eine Oberfläche, ich halte jetzt an. Ne, momentan fährt das einfach aus und man kann da gar nichts machen. Das wird aber dieses Jahr auf jeden Fall auch noch besser. Und ich denke, in dem Zuge wird auch das Fahrgrid ein bisschen besser gemacht, dass da auch die Fahrzeuge ordentlich drin stehen. Das ist ein Punkt, den stören halt sehr viele. Ich persönlich finde es auch doof, weil dadurch ist das einfach nicht, man kann halt nicht wirklich was mitmachen mit Fahrzeugen. Das ist halt schade. Und dann wird logischerweise auch, dass man immer so schräg steht. Ne? Dann werden die VT-Hydraulik so angepasst, dass man wirklich waagerecht stehen bleibt. Genau. Auf jeden Fall. Das ist richtig cool. Auch gerade so, wenn man an so einer Schräge steht. Ne, dann am wird Hang das alles, oder was. Ja, genau. So, hier sind zum Beispiel solche Einlässe, wo zum Beispiel so eine Fracht drin stehen kann. Ich glaube, das können wir sogar rausfahren. Ne, ist jetzt halt nur einfach gerade nichts drin. Ne? Das kennen wir ja alles von der von dem Sinus-Thread-Event. Ich glaube, auf der anderen Seite stehen sogar welche drin, aber da kommt man natürlich nicht ran. Ne, und solche Sachen werden wir später natürlich auch finden, ne? Und die werden wir dann auch verkaufen können. Vielleicht auch in Höhlen, irgendwelche Schmuggelware von irgendwelchen Piraten. All so ein Zeug. Ja, wird schon auf jeden Fall ganz geil werden. So, unsere Fracht steht auf jeden Fall da hinten. Ach, uff. So, da steht sie. Quantum-sensitiv. Woher wissen wir das? Wir gucken da oben rauf. Und da steht: Warnung, Quantum-sensitiv Material. Shielding inactive, do not quantum travel. Ja,
ist ja eindeutig. Ne? Und dann noch natürlich hier noch so ein Atomzeichen und alles in Warnfarbe. Also wenn wir dann das nicht verstehen, dann haben wir hier nichts zu suchen. Da muss man noch nicht mehr Englisch für können. So, wir dürfen natürlich nicht so schnell laufen. Nicht, dass die Fracht denkt, wir rennen hier im Quantum-Speed. Nein, das ist natürlich Quatsch. Also, Flash dürfte das jetzt nicht transportieren. Mhm. Ja, das wäre ein schlechter Job für den. Der müsste einen Gang runterschalten. Er müsste schleichen. Ach, du hast das Paket schon? Okay. Eins habe ich, ja. Sind zwei ja, insgesamt. Weil da hinten sagt er nämlich schon Drop-Off-Package. Wo sagt er das denn? Also ich habe das hier schon unten angezeigt. Boah, 400 noch was? Alter, das ist aber weit, finde ich. Dafür, dass man nicht in Quantum gehen darf. Also. Boah, stimmt allerdings. Ne, also von mir, hier von oben, vom Orbit ist es 500 und weg. Ja, von hier ist es 480. Ah, dann fließt halt über den Orbit, also einmal so hoch, dann kannst du ja schnell fliegen mit der Conny und dann schnell wieder runter. Ja, aber 480 ist schon, finde ich schon, naja gut, es geht. Eine Ecke weg. Ja, sieht fast so aus, als wenn es auf der anderen Seite ist. Genau, also einmal um den Mond musst du schon rum, ja. So, aber im Grunde genommen ist es eigentlich eine Liefermission wie jede andere. Ne, wir können jetzt natürlich auch hier den machen. Ne, können wir natürlich auch hier unseren Traktorstrahl benutzen, logischerweise. Und normalerweise dürftest du jetzt auch noch was kaufen können, oder? Kann ich bestimmt auch noch machen, aber mache ich jetzt nicht. Ja, nee, also... Aber man könnte, ja klar. Ne, wer jetzt ein richtiger Transporter ist, der würde auf jeden Fall hier noch ein bisschen was mitnehmen. Genau, von Trapp und Myers ist auch bekannt... So einige Metalle oder Erze. Aber der Traktorbeam, muss ich sagen, der funktioniert wirklich einwandfrei. Kann man nicht anders sagen. Der ist ja schon ein bisschen länger dabei, ne? Naja, geht. Seit letztem Patch. Aber ja, er funktioniert. Auch. Er funktioniert einfach tadellos. So, hier ist übrigens auch keine waffenfreie Zone. Das heißt, wenn hier irgendwer kommt und uns über den Haufen schießen möchte, dann kann er das tun. Aber bis jetzt ist keiner da. Nee. Kann er hier, kann er da. Kann er auch in Kanada nicht. Kann er hier nicht, kann er da nicht. So war das. Das war's. Zwei Stück. Oh, die müssen wir auch noch an unterschiedliche Stellen bringen. Mensch, ist aber... Das lohnt sich aber nicht. 10.000 Ocken. Ja, das war mit den anderen Dingern, wo du drei Pakete für 8.000 fahren musst. Eieiei. Zuerst los. Ah, die bouncen ja, also diese Laderampe, ne? Ich kann es ja echt knicken. Ich glaube, ich werde die Fracht hier mal hoch und ich werde die da unten nicht stehen lassen. Nicht, dass die auch noch aus dem Quantum Drive fällt. Das ist mir zu riskant. Ich glaube, ich werde die mal hier, hochziehen. Genau, geh mit dem Fahrstuhl hoch und stell die da auf den Tisch dahin. Ja, genau. So, ganz kurz hier rum, wenn ich immer auf die Treppe snappen hier. So, komm her. Das sieht ja richtig, richtig erschreckend hier aus mit den ganzen Kratern. Mit den Kratos. Wo bist du? Bist du hier, oder? Ja, ich fliege gerade über dir weg. Ich versuche jetzt mal nicht zu explodieren. Versuch mal. So, wunderbar. Zack. Sehr schön. Dann wollen wir mal los. Ne, wie gesagt, wir dürfen nicht in Quantum Drive gehen. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht so automatisiert handelt. Ne, weil das ist ja wirklich so, dann ist man so am Träumen und zack, ist man schon in Quantum Drive. So, Pharao ist angekommen. Ich hab dir aber Bescheid gesagt. So, dann wollen wir mal. Los geht's. Dann werden wir erstmal so ein bisschen höher fliegen. Ja. Weil umso tiefer wir fliegen, umso langsamer sind wir leider. Obwohl ich glaube, auf Jela geht das sogar. Aber trotzdem ist es immer gut, eine Parabel zu fliegen. Wir sind doch
Wir sind auf Zellin hier, Kollege. Ja, das heißt? Ja, das wird auf Jela geht das sogar. Ach so, ja, da geht's auch. Zellin geht's aber auch. Und Dema geht's auch. So, wir kriegen eine Spitzengeschwindigkeit von leider nur 910 Meter pro Sekunde. Das ist jetzt nicht besonders schnell. Das ist aber die Conny, das ist normale Conny-Geschwindigkeit. Ja, ja. Das ist der Conny-Speed. Genau. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt uns auch in die richtige Richtung schon bewegen. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen einmal dahin und einmal dahin. Das sind 500 und das sind 300. Dann werden wir erstmal hier rum cruisen, würde ich sagen. Und irgendwann taucht dann der Punkt da hinten am Horizont auf. Das ist halt so eine nicht-Quantum-Travel-lige Liefermission, ne, wo man dann hier einfach mal so ein bisschen Postbote spielt auf dem Mond, ohne jetzt groß in den Quantum-Bereich zu gehen. Kann man halt mal machen, wenn man mal so ein bisschen Muße hat, ein bisschen entspannt unterwegs sein möchte, schiebt man sich so ein bisschen Country-Musik rein, ne, oder hört Radio Infinity, dazu später mehr. Und dann ist das alles gut. Ja, dann kann man hier schön entspannt rüber cruisen. Und die schönen Bilder genießen. So, und wenn wir jetzt in Quantum Drive gehen würden, was wir natürlich nicht machen, dann würde die Fracht kaputt gehen. Dann würde da hinten das explodieren. Das sieht man auch übrigens hier vorne dann an den Schilden. Also hier oben sieht man das dann, da leuchtet das dann rot. Und wenn man Pech hat, beschädigt man sein Schiff. Man wird es sicherlich beschädigen, das wird jetzt zwar nicht gleich explodieren, zumindest nicht die Conny, aber bei den Reparaturen wird es dann auf jeden Fall bemerkbar sein, dass ihr da halt ein bisschen was beschädigt habt. Und die Mission ist natürlich fehlgeschlagen, logischerweise. So, ja, seht ihr, ne? Da ist ganz schön lange. Aber wir ziehen das jetzt einmal durch, auch wenn die Folge wieder so ein bisschen länger wird. Denn wir wollen ja schließlich sehen, was das bringt. Wir werden das natürlich in der Live-Version dann noch öfter mal machen. Wenn wir das im Zuge der Abenteuer-Episoden machen, werden wir das natürlich auch ungeschnitten machen. Ne, dann dauert das halt so lange. Aber wir wollen natürlich auch noch die anderen Delivery-Sachen ausprobieren, die auf anderen Monden und Planeten sind. Ne, alles mal so ein bisschen durchspielen. Und das Schöne ist, dass wir gleich, wenn wir das gemacht haben, dann sollten wir theoretisch hier bei unserer Delphi-App sollten wir halt unsere erste Reputation bekommen. Theoretisch. Ist das ein Auftraggeber? Ja, das ist praktisch die Kovalex Independent Contractors. Okay, wunderbar. Ja, dann. Und da sollten wir einen Eintrag kriegen. Da bin ich mal gespannt. Und so werden wir uns nach und nach dann natürlich auch die Mission Giver holen. Uns da eine super Reputation hocharbeiten. Pharao ist natürlich gleich schon da. Ja, ich habe ein kleines, schnelles Schiff. Ich fliege hier. Aber fliegst du mit Quantum Drive oder auch ohne? Ne, ohne. Ohne, ne? Naja. Mitgehangen, mitgefangen. Ja, genau. Nachher sagt er hier, der Kollege, der mit dir den Auftrag geschert hast, der ist mit Quantum geflogen. Jetzt genau. Mission failed. Ja, aber mit 1.3 kannst du gut fliegen hier. Mhm. Du kannst ja, wenn du gleich, wenn wir uns da gleich treffen am ersten Checkpoint. Meinst du, ich soll die andere übernehmen? Dann kannst du ja mal mit an Bord kommen und dann nochmal mit der Merlin nochmal abdocken. Das können wir ja nochmal am Boden probieren. Das haben wir ja letztes Mal nicht gesehen. Ja, versuchen wir das. Dann zische ich einfach mit der Merlin hinter dir her. Fast rum. Ja, wäre das Ganze jetzt auf Delamar, dann wären wir schon dreimal rum. Ne, der Planetoid Delamar, das mit Levski damals noch, ach, wer erinnert sich noch gern an diese Zeit, als der noch drin war, der war sehr klein. Da bist du echt ruckzuck rumgekommen, das hast du auch gesehen. Da hat sich der Horizont sehr schnell gedreht, aber war auch total geil. Richtig ja, cool. Da ist er ja noch. Ne? Ja, ist nur ein anderes System, wo wir gar nicht hinkommen, ne? Ja. Die Sprungpunkte werden gerade erst noch gebaut. Wir kommen da noch nicht hin. Aber geben tut es natürlich schon alles. Logisch.
Oh, ich merke gerade, ich fliege gar nicht mehr. So kann das ja ewig dauern. Ja, ja, aber das sind genau die Sachen, wo man dann später sagen kann, okay, jetzt stehe ich erstmal auf, jetzt schmiere ich mir erstmal ein Butterbrot, gehe mal kurz aufs Töpfchen, dann mache ich vielleicht nur, rasiere ich mich noch kurz und dann spiele ich noch kurz eine Runde, keine Ahnung, irgendwas. Ne, vielleicht hat man dann sogar einen NPC, der fliegt für einen. Ne, aber genau diese Zeiten, die müsst ihr natürlich dann nicht Däumchen drehen, da irgendwie sitzen, sondern ihr könnt dann Sachen machen. Ne, und das weiß Cloud Imperium Games auch und da wird natürlich auch hinentwickelt, ne, dass solche Zeiten natürlich dann auch gut genutzt werden können. Es war ja sogar mal die Idee, ich weiß jetzt nicht, ob das in eine Conny passt, so ein Teil, aber dass man sich letztendlich irgendwie so ein, wie heißt es nochmal? Ah, wie heißt es denn nochmal? Dieses Teil, wo du mit in Arena Commander kommst. Simpod. Simpod, genau, dass du diesen Simpod aufs Schiff stellen kannst und dann kannst du während eines langen Flugs gehst du in diesen Simpod, lockst dich praktisch ein und spielst dann eine Runde Theatre of War. Ne? Und zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dann bist du da drinnen und dann hörst du einen Alarm und dann kannst du dich ausloggen, bist wieder im Schiff und musst dann kurz gucken, was da ist. Ne? Sowas kann ich mir echt voll gut vorstellen. Ich hoffe, das kommt. Wäre total geil. Eine andere Alternative wäre, wenn du dir ein schnelleres Schiff zulegst. Und dann noch einen Simpon drauf hast. Ja gut, ich weiß ja gar nicht, was letztendlich so an Reisen mit Schiffen so an Maximalzeiten grenzt. Ne, dass man wirklich sagt, so vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass man mal eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde in dem Speed irgendwie unterwegs ist. Oder sogar auch in einem Jump Point oder auch vielleicht in einem Quantum Drive oder wie auch immer. Ja. Keine Ahnung. Sagt ja keiner, dass du schwupp von einem Ende des Wurmlochs schwupp am anderen bist, ne? Genau, genau. Ne, oder dass man zum Beispiel eine Reiseroute plant, die dann automatisch fliegt durch einen NPC oder wie auch immer, die halt wirklich lange dauert und dass man dann in der Zeit einfach eine Runde Seattle vorzockt. Oder Billard spielen. Oder mit Basketball. Mit Kumpeln auf anderen Schiffen, die auch so einen Simpod haben. Genau. Ja, die Simpods werden natürlich überall stehen. Ne? Die wird man sich später ins Quartier stellen können. Die wird man sich auf die Schiffe stellen können. Die wird man sich, da wird man wahrscheinlich gibt es auch öffentliche Simpods, ne? So wie so eine Art Spielhalle, wo man dann reingehen kann. Ja, das wird auf jeden Fall mega geil werden. Da freue ich mich schon total drauf. Ne? Dann Automatendaddeln wird es ja auch irgendwann geben. Ne? Ich weiß jetzt also nicht, ob man sich so eine Arcade-Automat hier aufs Schiff stellen kann, aber wer weiß. Überleg mal, dann wird das normale Star Citizen Gameplay so eine Art Realplay, wo du dann noch in eine virtuelle Welt übernimmst. Ja, genau. Dann wird es irgendwann die Leute geben, die sich beschweren, dass du nur noch in der virtuellen Welt bist. Und gar nicht mehr in der virtuellen Welt lebst. Alleine, genau. Du bist aber nur virtuell in der virtuellen Welt. So, da hinten steht jetzt Drop-off Package Hashtag 884475. Genau, das ist die Nummer des Pakets, das du da ablegen musst. Genau, das steht wahrscheinlich auch auf dem Paket drauf, ne? Dann wird es dir angezeigt. Wenn du in der Nähe bist, dann wird es dir, glaube ich, angezeigt. Also, und das andere ist dann nochmal 400 noch was. Also, wir müssen dann schon nochmal eine Strecke fliegen. Ja, gut. Ist natürlich. Irgendwie ist das hier nicht ausgeleuchtet. Doch, jetzt kommen Lichter. Ich dachte schon, was ist denn hier los? Das wird so, überhaupt nicht hell. Ich hoffe, ich bin auch richtig rum gut geflogen. Ich hätte natürlich das Ganze noch vorher mal im Quantum Drive gucken können. Aber egal. Noch mal ganz kurz, ein bisschen sind wir ja noch unterwegs. So, da müssen wir das Ganze hinbringen. Da ist das eine und wo kommen wir her? Von, wo waren wir noch mal? Oh, Trem and Myers hieß das Ding, ja, glaube ne? ich. Trem and Myers. Da, nee, das ist Terra Miles. Ach, keine Ahnung. Ich find's nicht. Nee, wir sind super geflogen. Oh, jetzt sind wir natürlich super schnell. Jetzt müssen wir natürlich runtergehen, aber wir sind hoch genug. Kein Problem. Also bei dir steht auch tatsächlich Package dran. Also die Package-Nummern stehen da auch dran. Die Package, die du eingeladen hast, stehen hier dran. An meinem Schiff, ja? Ja, ja. Also ich sehe dich dann in der Innenansicht. So, jetzt nehmen wir mal die Eisen. Oh ja, der passt aber gut. Hier kommt alles schnell auf dich zu. So, dann wollen wir mal runtergehen. Sind auch relativ hoch noch. Machen die Vitols fast da wieder hoch. Nicht, dass wir es brauchen. Aber sieht einfach geil aus. So, Landefahrwerk natürlich ausfahren. So, da unten sehen wir schon
Pharao. Ah, nee, das ist nicht Pharao, das ist irgendwas doch anderes. Nee, ich meine, du hast kein Licht an. Ich dachte, du hast Licht an, aber das ist was anderes. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen zu dem. Ach nee, das ist Pharao, genau. Bist du schon vor dem Gebäude, wo wir hin müssen? Ja. Okay. Sollte eigentlich hier schon sein. Mit was für ein Schiff bist du unterwegs? Mit einer Dings? Talon oder? Mit einer Hawk. Ah, eine Hawk. Hast du eine Hawk? Ja, ich habe eine Hawk. Oh, cool. Ich hatte auch mal eine Hawk. Ja. So. Aber du kommst jetzt rüber, ne? Gleich. Dann kannst du ja nochmal hier mit der. Ja, mit abdocken. Ja, ja. Abdocken, genau. Ich seh dich ja hier. So, ist ja schon gerade am rumladen. Hier. So. Also ein bisschen genauer hier. Zack, zack, zack. Das sieht doch gut aus. Also, so, wenn ich hoffe, du bist nicht unter mir. Nein, guck mal, ob du da nicht an dieser. Da ist so eine Stange da, nicht, dass du da hängen bleibst. Nee, eigentlich alles gut. Okay, alles klar. So, wunderbar. Triebwerke machen wir aus. Zack, zack, zack. Ja, ich hoffe, die Folgen sind euch nicht zu lange, aber ich sag immer, das gehört einfach zu Star Citizen dazu. Ne, das hat halt einfach Längen und ich finde einfach nur so merkt man einfach auch die Immersion. So, nur so kann man auch wirklich reintauchen in das ganze Ding. So, jetzt habe ich wahrscheinlich. Ah nee, ich habe den richtigen genommen. Aus Versehen. Glaube ich zumindest. Ja, genau, das andere liegt noch drin. 90, 1, ja, richtig. 4, 4, 4, das bleibt noch liegen. So, ich hoffe, ich habe dir hinten genug Platz gelassen, aber müsste eigentlich passen. Dann bringe ich kurz das Paket weg und dann kannst du ja mal abdocken. Und dann gucken wir uns das mal von außen an. Ich hoffe, das klappt hier. Doch, das müsste klappen. Ah, sagst du so? du dockst ja ab. Ja, genau. Wir gucken uns das gleich mal an, ob das klappt. So, aber ich hatte ja schon öfter mal gefragt, ne, ob euch die Dinger zu lang sind und ihr habt immer gesagt, nein, total super. Finde ich nämlich auch. So, das Ganze können wir jetzt so leider wieder nicht abstellen, obwohl es so geht's. Ah, ich versuch's mal. Geht. Na, wir müssen es wahrscheinlich wieder so mit so einem Dings machen hier. Place. Mit so Placey. Ja, genau. Ja, hat er gemacht. Sehr schön. Steht. So, viel Spaß, Leute. Ne? Für wen auch immer das ist. Wo ist es denn hier? So ein Döschen? Ah, ja, das sind so eine. Das ist so ein Shelter, ist das hier, ne? Ja. Ist das so ein Aid-Shelter? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Wasserflaschen, aber sonst können wir hier nichts anwählen. Aber das wird auch irgendwann. Ich denke mal, im Zuge der Outposts, die dann reinkommen, werden die Dinger wahrscheinlich auch überarbeitet. Hoffe ich zumindest, dass man mal so ein bisschen was machen kann. Und wenn es nur ins Bett legen ist und ausloggen, ne, das wäre ja schon mal ein Anfang. Und vielleicht ein Getränkeautomat. So, Pharao, dann würde ich sagen. Warte mal, ich wollte mal einmal kurz noch wieder ausmachen. Also hier, ich hatte dich schon angemacht, damit man sieht, ob da was passiert. Wo war denn hier der Schalter für ausmachen? Keine Ahnung. Irgendwo, ich glaube, unten links. Unten links? Da ist nur Exit. Unten rechts ist Exit. Unten links. Aber du hast gar nicht an, glaube ich. Engine oder? Off kann ich doch machen hier. Ah, jetzt ist Engine off. Ja. Und dann jetzt mache ich Engine on. Jetzt hier ist Power off. So, zack. Jetzt habe ich Power off. Jetzt total off. Ne? Mhm. Ja, stehst du schon dahinter? Ich stehe ja da so seitlich. Ich stelle mich lieber nicht dahinter. Okay. Bist du verbrannt, meinst du, ne? Dann mache ich jetzt mal hier. Flight ready. So. Dann dock mal ab. Ready? Yo. Nice. Sehr geil. Ah, du darfst, glaube ich, nicht zu viel sinken. Ich glaube, du musst jetzt erstmal zurück und dann hoch. Aber er geht richtig schön in die Mitte. Ne, richtig cool. Total geil. Wenn du jetzt wieder andockst, brauchst du dann eine Landerlaubnis? Nee, ne? Ich glaube nicht, ja, oder? Doch, natürlich. Doch, ich brauche eine Landerlaubnis. Aber ich glaube, ich kann dir die von außen geben, ne? Warte, also ich werde jetzt mal hier auf T drücken. Ne? Ja. Also hier ins Target nehmen, das Gerät. Dann mache ich N. Ja, ich glaube, da kam sie. Ja, genau. Jetzt mache ich Ü.
Und jetzt mache ich einfach mal hier, jetzt habe ich die Punkte. Okay, genau, jetzt geht das Ding auf. Sehr geil. Ich mache jetzt einfach mal N. Lange N gedrückt halten, ob er jetzt automatisch... Ja, macht er. Im Stehen. Eieiei. Hat er die Kurve nicht gekriegt. Eieiei. Denk dran, da ist noch Fracht drin, die müssen wir noch wegbringen. Okay, ich flieg weg. Ich hab keinen Bock mehr. Kannst du denn wegfliegen? Ich guck mal, kann ich wegfliegen? Wahrscheinlich musst du erstmal wieder abkoppeln. Ich glaube, der ist ja der so rangedutzt jetzt von unten. Okay. Kurz N gedrückt haben. Ja, irgendwas sagt er jetzt hier. Er sagt Error. Fehler. Ah, Test, ja. Test. Funktioniert wieder. Funktioniert mein Gehör, mein Mobiclass wieder. Test. Jo, sehr gut. Alles wieder gut. Wie teuer war's? Ach, die haben über 15.000 verlangt, die Wundlinge. Ja gut, im PTU hast du ja genug. Ja, so, ja, Pharao, der ist jetzt hier ganz komisch unten an dem Ding. Soll ich mal die Conny einfach mal wegfliegen? Ja, flieg die mal weg. Das Beste, ne? Wahrscheinlich, ich bin noch auf dem Kopf. Ich stehe auf dem Kopf, Hilfe! Ja, ja. Ja, der hat die Kurve nicht gekriegt. Der ist vorne angedutzt und dann hat er sich gedreht. Wahrscheinlich war man zu hoch. Oder ja, gut, ich meine, das muss natürlich klappen, ne? So oder ja, so. Ich meine, am Boden. Ach, wieso willst du einen Snap weiter am Boden abdocken? Am Poden. Am Poden, genau. Schmeiß ihn auf den Boden, den Bursch. So. Super angedockt, würde ich sagen. So, dann starten wir wieder, ne? So, Puck, wir sind übrigens gerade auf Celine und bringen gerade unsere quantosensitive Fracht weg. Mhm. So. Soll ich hier ein spezielles Schiff mitbringen, oder? Macht da was, Pharao? Oh. Eieiei. Mal wieder stehen! Ich bin jetzt drin im Schiff! Hast du dich gerettet? Nein, ich bin tot, glaube ich. aber konntest du das Schiff noch manövrieren oder war das? Nee, das war Auto. Das war automatisch. Das war der Autopilot. Das war wieder. meine Merlin. Nee, das Ding ist nämlich jetzt, wenn ich das Schiff jetzt irgendwo lande und das nächste Mal wiederhole, dann ist da keine Merlin mehr dran. Na, die ist dann wirklich da, die ist komplett weg. Die müsste ich mir dann jetzt erstmal wieder randoggen. So. Aber ja, das machen wir heute nicht. Erstmal claim und dann wieder randocken. So, wir müssen jetzt hier weiter zu unserem nächsten Ziel. Das ist da. 400 noch was. Und ich würde sagen, wir fliegen hier einfach direkt geradeaus. Und wie sieht die Conny jetzt aus? Och, bis jetzt ganz gut. Aber es ist ja auch dunkel hier. Nein, ich meine, hat die irgendwas abgekriegt durch die Explosion und durch den ganzen Gedöne da? Ich glaube nicht. Warte mal, ich guck mal drinnen. Oh doch, die ist rot hinten. Ja, ich war nämlich richtig im Schiff drin. Ich bin da richtig reingeflogen. Ja, krass, hatten wir Glück. Ja. Also Freunde, wisst ihr Bescheid. Kann sein, dass ihr dann doch vielleicht ein bisschen tiefer ranfliegen solltet. Ne? Besser. So. Aber ich denke mal, bis zur Live-Version wird der ganze Undocking-Vorgang auf jeden Fall noch optimiert werden. Er funktioniert ja schon relativ gut. Ne? Nur es sind so ganz, ganz kleine Sachen noch. Vielleicht hätte ich auch noch ein bisschen weiter weggemusst. Ne? Ich war vielleicht zu nah dran, dann hätte er sich automatisch nach unten gezuppelt. Ja. Aber gut. So, übrigens, kurze Info, genau. Die Time-Multi-Drop-Deliveries, die machen wir in der nächsten Folge übrigens. Sonst wird das Ding hier einfach viel zu lang. Aber ist ja kein Problem. Ne? Dann wird die nächste Folge vielleicht mal nur 30 Minuten lang. Also, hast du das Wortspiel gehört? Ja? Nee. Ja, für die Time-Sensitiv-Klamotten haben wir leider keine Zeit mehr. Ja, siehst du? So, haben wir keinen Snapfighter mehr hinten dran. Na gut. Mann! Ja, du wolltest das ja so. Ja, wir sind hier zum Testen, ne? Das ist. So, wir machen hier mal wieder die. Wohl, ach komm, lassen wir die VTOL-Triebwerke auf. Sieht ja auch geil aus. Ne? So, kann natürlich auch übrigens sein, dass wir hier gerade über Höhlen fliegen, ne, und die nicht sehen. Obwohl ich glaube, man würde die an Steinen sehen. Können ja mal. Ja, die sind ja meistens dunkel, ne? Also spaßeshalber mal scannen. Aber ich glaube, wir sind auch schon wieder viel zu hoch. Ich glaube, hier sehen wir gerade, glaube ich, nichts mehr. Egal. Höhlen werden wir uns auch noch zu Genüge noch angucken. Wir werden auch noch verschiedene Höhlenmissionen machen. Da wird noch einiges passieren.
Und da merkt man auch mal am Zeigen der ganzen Inhalte, merkt man erstmal, was an Content eigentlich dazugekommen ist. Also es ist wirklich echt viel. Auch wenn auf der Roadmap kaum was draufsteht, gefühlt. Weil es ist ja auch ganz viel reingekommen, was jetzt nicht draufsteht, zum Beispiel. Das ist ja auch immer so. Ein Weizenstein. Aber ich glaube, wenn wir bei einer Höhle sind, dann sind das ganz viele Steine. Weißt du noch, Pharao, als wir mal auf Aberdeen diese Höhle gesucht haben? Mit mehreren Leuten, wo, glaube ich, mit, keine Ahnung, wie viel wir da waren, 10, 20? Da sind wir doch in verschiedene Himmelsrichtungen geflogen. Genau, ja, genau. Das hat lange gedauert, bis wir wieder gefunden haben. Ja. Das haben wir mal gemacht im Zuge damals, als die ersten Höhlen reinkamen. Da hatte ja Cloud Imperium Games gesagt, dass es halt auch noch unentdeckte Höhlen gibt, die jetzt auch nicht auf der Karte... Oh, da ist eine Höhle bestimmt. Da sind ganz viele Steine. Boah, das muss man sich angucken hier. Abgelenkt. Ach so, Mineables, oder was meinst du? Ja. Ja. So, es kann jetzt auch hier irgendwo gewesen sein. Ach, egal. Nee, machen wir jetzt nicht. Nee, ablenken lassen hier. Wir wollen ja schließlich noch hier unsere Reputation kriegen. Das ist ja viel wichtiger als alles andere gerade. Dann jedes Mal fragen. Ich hoffe, euch sind die Links nicht so lang. Die was? Ja, diese ganzen Sendungen hier, die Videos zu lang. Die sind nicht zu lang. Nein, nein. Vor allen Dingen, es gibt ja auch einen Pauseknopf und sowas. Du, und eben. Ne? Ja? Total die gute Erfindung. Ja. Man muss ja nicht alles en gros gucken. Ja, ich finde aber wirklich, und das ist jetzt auch keine Ausrede, um wirklich in dieses Verse eintauchen zu können, muss man einfach auch die Längen mitnehmen. Das ist einfach total wichtig, dass man auch so, keine Ahnung, sonst kannst du auch jede Fahrstuhlfahrt schneiden, ne, weil sie halt ein bisschen lange dauert. Das macht ja keinen Sinn. No. So. Genau. Und dann kann jeder sagen, kann ja sagen, dass das ein Fahrstuhlsimulator ist hier. Ja. Ja, aber vielleicht machen wir das in der Live-Version nochmal, dass wir uns nochmal auf die Suche machen nach irgendeinen unentdeckten Höhlen. Vielleicht sind ja welche drauf. Ich denke mal, jede Höhle wird irgendwie anfliegbar sein mit einer bestimmten Mission. Aber nicht jede Höhle ist natürlich in der im Mobiglas auf der Star-Map anwählbar. Ja, da gibt es auf jeden Fall gibt's da eine. Die kriegst du nur über eine Mission und da kannst du nicht direkt hinspringen. Mhm, genau. So, hier haben wir jetzt auch ein bisschen Probleme mit der Grafik. Aber das hatten wir ja schon in vergangenen Patches hatten wir das ja auch schon mal. Das war, glaube ich, auf Daymar, dass man so komische Ringe sieht. Das hatten wir jetzt ja auch schon in der Höhlenfolge. Da haben wir das ja auch gesehen, dass da Ringe drin sind. Aber ich glaube, das ist ein Lichtproblem. Das ist irgendeine Lichteinstellung, glaube ich. So irgendwelche Übergangsgeschichten von hell ins Dunkel. So, da sind wieder ganz viele Steine. War schon wieder eine Höhle. So, wie weit müssen wir noch? Ah, guck mal hier. 180 Kilometer noch. Ist ja nix. So, wenn es natürlich hell ist, dann können wir natürlich auch ein bisschen gucken. Dann können wir nach Höhlen natürlich auch erkennen. Von oben. Ja, die Conny, das ist wirklich ein Schiff, das ist schon ewig in Star Citizen. Ja, eins der ersten. Schön. Ja. Ja, man kommt sich aber wirklich vor wie so ein Mondpostbote, ne? Ja. Aber warum nicht? Dass du nicht noch darauf achten musst, dass es richtig frankiert ist, das alles. Aber ich meine, das ist eine Mission, die ist halt überhaupt nicht gefährlich. Null. Na klar, man kann natürlich vom Piraten überfallen werden, aber ich glaube, die Gefahr ist relativ gering hier unten. Und dafür kriegt man dann 10.000, ne? Wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und nicht unbedingt die Gefahr sucht, dann ist das halt genau das Richtige. Schön entspannt. Zurücklehnen, Musik hören. Ne? Total gut. So, was sagt der Sprit?
Oh, jetzt habe ich einen Hänger. Jetzt stell dir mal vor. Oh, alles voll. Sehr gut. Was denn? Jetzt stell dir mal vor, du machst das entspannt und stellst dich irgendwo hin und trinkst irgendwo einen Kaffee und dann kommen die Piraten und plötzlich hörst du dann so eine ganz irritierende Musik. Also so eine aufreizende Musik, ne? Und auf einmal... Aufreizend? Sowas wie... Bonieren. Nein, nein, sowas nicht. Das ist was anderes. Dann sind das aber ganz komische Piraten. Nein, 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 nein. Ich meine die andere Musik, die dann halt ein bisschen fetziger ist, ne? Und auf einmal steht vor dir die Kraken. Ach so. Ja, das wäre natürlich super geil. Headbanging und Luftgitarre. Zack. Ja. Boah, ich könnte wirklich stundenlang über Mondoberflächen fliegen, ne? Und Planetenoberflächen. Ja, ich fliege dir hinterher. Die 55 Kilometer bleiben genau gleich. Ja, jetzt habt ihr auch dieselben Schiffe, Leute. Ja. Wo bist du? Achso, du bist auch in der Conny. Genau. Also. Der hat aber noch einen Snapfighter dran. Ja, eben, deswegen habe ich ihn mitgebracht. Guckt euch das an, wie geil das aussieht. Mega cool. So, ich muss mich noch irgendwie noch um den Thumb kümmern. Vielleicht wird das ein Thumb. Mal schauen. Jetzt geht gerade Crusader auf. Ja. Sowas. Sowas in der Art. Ah, warte mal. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Tiefer, sagte ich. Nein, tiefer. So. Aber die Oberfläche ist, denke ich, auch schöner geworden wie in der 3.12er-Version. Ja, ich glaube, die sind alle schöner geworden. Wir haben alle nochmal so ein bisschen was gemacht. So, das ist doch ein gutes Sump hier. Vielleicht. Also, wenn das jetzt nicht V3 ist, dann weiß ich es nicht. So, ich glaube, wir sind vorbeigegurkt. Vor lauter Sump. So, da ist es. Nein. Ich muss unbedingt mein Quantum ausmachen. Warum ist es überhaupt an? Jetzt noch auf der letzten Strecke noch mal kurz Quanten treiben. Ja, nein! Reputation rot. Oh, ich bin auch viel zu schnell hier. Wie gesagt, das kenne ich. Ja. So, dann werden wir auch natürlich nochmal eine Mission machen, wo wir dann einen in der Höhle suchen müssen. Das ist ja auch neu in den großen Höhlen. Das haben wir ja auch in der vorletzten Folge schon gesehen. Das werden wir aber nochmal richtig als Höhlensuchaktion machen. Da werden wir uns dann auch richtig schön irgendwelche Leuchtstäbe hinlegen, damit wir das auch wiederfinden. Ne, den Ausgang. Denn ich glaube, bei den großen Höhlen, da wirst du dich sowas von verirren. Da glaubst du gar nicht. Obwohl, die Löcher sind ja so groß, da kommt ja so viel Licht rein. Normalerweise. Ja, aber das wird ja immer kleiner dann. Ne, du gehst da hinten rein und dann wird es immer kleiner und kleiner und kleiner. Aber wenn das so ist wie bei den anderen Höhlen, dass du dich nur nach so ein bisschen hellerem, nach so einem kleinen helleren Schimmer orientieren kannst, um den Ausgang zu finden, dann ist das doch in Ordnung. Ist das so? Hatten wir letztes Jahr, ja, klar. Aber es gibt doch auch Höhlen, die haben dann mehrere Gänge. Ausgänge? Ja, mehrere Gänge einfach. Und da gibt es auch Sackgassen und so. Ja, trotzdem. Also es gibt in den Höhlen, also die alten Höhlen waren auf jeden Fall so, da konntest du dich daran orientieren, da wo es ein bisschen heller schimmerte. Also da musstest du dann hin. Na, dann habe ich das nie verstanden. Ich habe mich auf jeden Fall ständig verirrt. Was war da faul? Ja. Also so! Nicht zu verwechseln mit den Höhlen auf Aberdeen, ne? Da muss ja hinter den blauen Pflanzen her. Ach so, das stimmt. Ja, genau. Nee, nee. Aber die kenne ich in- und auswendig. Genau. Jo, da hinten landet der kleine Puck. Wunderbar, dann bringen wir das Ding mal schnell weg. Und dann soll es das auch gewesen sein. Wir gucken dann aber nochmal ganz schnell in die Reputations-App, ob wir dann auch schon gleich einen Eintrag kriegen. Ne, wunderbar haben wir das gemacht. Hat aber jetzt gut lang gedauert. Also ich glaube, gefühlt war das schon locker eine halbe Stunde, ne? Reine von der Mission jetzt hier. Ja. Terra Miles Outpost seid ihr jetzt. Wenn ich das mit 1000 Einheiten fliegst, dauert ein Kilometer eine Sekunde. V.
fang du nicht wieder an. Bleib du bei deinen, bleib du bei deinen Sonnenaufgängen. Genau, OM-Punkten und Sonnenaufgangsvorhersagen. Bleib bitte dabei. Jetzt fang ich an. So, wunderbar. Unser erster Auftrag. Delivery Package complete. Super, oder? Ja, super. Bravo. 5000 Alpha UCs. Oh, dann hat nur einer von euch die angenommen, ne? Vorhin. Ja, Pucki war wohl dann away. Ja, ich hatte ja mein Monitor. Ah ja, okay. Ja, die andere, die zeitintensive, die machen wir dann in einer separaten Folge. Mal gucken, vielleicht meint er doch alleine. Mal schauen. Ne? Also ich hab nichts von denen. Jo, gut, dann gucken wir nochmal. Oh, hier guckt euch das. Also Crusader am Horizont, ne? Das ist einfach immer, jedes Mal wieder geht einem der Knopf auf, ne? Das ist einfach so geil. Total gut. So, wir gucken jetzt nochmal in die Reputations-App. Mal gucken, ob wir jetzt einen Eintrag haben. Wie ihr seht, haben wir keinen. Warum? Dauert das ein bisschen oder gibt's für die keine? Ich denke, das ist kein Mission-Giver. Nee, muss ja auch nicht. Es gibt ja auch Reputation für Companies. Vor Organisationen. Vielleicht kommt es noch erst, dass es ein Stück dauert. So, Join Channel, also nee, ja gut, kann natürlich sein, dass es noch kommt. Ne, wir werden jetzt noch kurz zurückfliegen nach PO, da machen wir dann Feierabend. Vielleicht ist Handel noch nicht implementiert, also was ich weiß, ist bei den Bounty Hunter Sachen. Ah, das machen wir natürlich auch noch, ne? Bounty Hunter. Und den ganzen Mission Givers, ne? Sei es jetzt Konstantin oder Ruto oder was weiß ich nicht. Ja. Ja, wir werden jetzt in der nächsten Folge, wie gesagt, machen wir nochmal so eine zeitintensive Mission und dann werden wir uns langsam auch mal mit den Bounty Hunter Geschichten befassen, die hier vorne noch bei den Missionen drin sind. Denn über die werden wir dann übrigens auch Höhlenmissionen bekommen, wo wir dann irgendeinen Bounty aus einer Höhle holen müssen. Ne, dann werden wir nochmal in verschiedene Gebiete fliegen, in verschiedene Planetensysteme, gucken da nochmal, ob es verschiedene Missionen noch gibt. Und dann wird, denke ich mal, auch irgendwann das Ding auch live gehen. Das weiß nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Ne? So. Genau, Freunde. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Puck, Pharao. Sehr schön. Ja. Gerne, gerne. Ne? Und ich würde sagen, guck noch einmal hier rein. Aber ist immer noch nichts drin. Vielleicht haben wir ja beim nächsten Mal was. Freunde, macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.